sending out a message to the world, but mainly to the youth, especially the youth or anybody really that's interested in protesting peace or protesting against any forms of violence. And we say everybody's getting a bit heavy, a bit intellectual about it, everybody's talking about peace. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem zweiten Buchpremierenabend hier in der Gaststätte des Prater. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft des Hauses. Ja, gestern war Hochzeitsnacht, vor 30 Jahren, und wir sind alle noch ein bisschen derangiert. Meine Damen und Herren, es ist 30 Jahre her, dass die Welt noch geschockt werden konnte mit Kunstaktionen. Das Künstlerpaar der 60er Jahre, John Lennon und Yoko Ono, sind dafür ein tatkräftiges Beispiel. In dieser Zeit war ihr Day-by-Day-Leben ein einziges schockierendes Ereignis. In Wien hüpften sie in zugebundenen Säcken zu einer Pressekonferenz, den verunsicherten Journalisten einredend, dass ihre Botschaft wichtig sei, nicht ihre Personen. In Amsterdam demonstrierten sie vom Ehebett aus eine Woche für den Frieden, und auf einem Plattenkoffer ließ man sich splitternackt ablichten. Ich weiß noch, wie man in der kleinen DDR geschockt darüber war. In der Zeitschrift für die jungen Leute Neues Leben, ein bisschen die Bravo des Ostens, hatte man über die wahren Geschlechtsteile des jungfräulichen Paares einen Aufkleber gedruckt. Scheiß Beatles stand darauf. Man erinnere sich, die Beatles waren ja immer die Guten, im Gegensatz zur Rabaukentruppe um Mick and Keith. Und auf einmal schien einer von den Guten auszuflippen. Subjektivistische Entgleisungen, oder hätte man gleich sagen sollen, Entartungen. Das war nicht zu gebrauchen für Ideologien und moralische Wünschelruten. Mir aber gefiel es. Ich war allerdings auch ein Kind der 60s, dieses vielleicht wichtigsten Jahrzehnts in diesem Jahrhundert. Nicht in London aufwachsend, aber mit den Schwingungen von dort her infiziert und vernabelt. Und eine Lichtfigur in diesem Rummel war John Lennon. Er schrieb nicht nur diese tollen Lieder, er nahm kein Blatt vor den Mund, und seine Kompromissigkeit, seine Unangepasstheit waren das, was einen antörnte. Dabei war er selbst ein Sensibelchen hoch drei, verletzbar im Nu und selber manchmal schroff und verletzend. Sätze wie »In uns steckt Christus gleichermaßen wie Hitler« schockierten die Popwelt. Und seine Aufforderung an die Mitglieder des britischen Königshauses bei der Verleihung eines Ordens an die vier Pilzköpfe für ihr musikalisches Werk, doch in den vorderen Reihen mit den Juwelen zu rasseln, statt mit den Händen zu klatschen, zeigten seinen feinnervigen und spitzen Humor. Nach der Preisverleihung habe er sich auf der Toilette ihrer Majestät erstmal einen Joint reingezogen, bekannte er später. So war er halt. Der Liverpooler Lausbub, der intellektuelle Flegel mit proletarischen Manieren. Vieles in seiner Kunst wirkte einfach und verblüffend. Er nahm das Leben wie ein Puzzle und machte sein eigenes Spielchen daraus. Absurde Schlagzeilen wie viele Höhlen sind nötig, um die Orbital in London zu füllen, flossen in seine Lieder ein und sind mittlerweile britischer Surrealismus. Besser hätte es der Comte de Lautréamont auch nicht dichten können. Schließlich fand er Yoko Ono und mit ihr die Frau, die ihm wahrscheinlich alles war. Geliebte, Freundin, Mutter und last not least Geschäftspartnerin. Die beiden fühlten sich zeitlebens als Soldaten, besser Patrioten, für den Frieden und für ein positives Denken. All das finde ich nach wie vor unheimlich bewegend in einer Zeit schnelllebiger, nicht dauerhafter und kompromisskrüppeliger Beziehungen. Dass sein jäher Tod diese echte Beziehung beendete, zeigt nichts anderes als die Absurdität unseres Lebens. John wusste darum, er war selbst ein Mystiker, vor allem ein Zahlenmystiker. Und das war auch ein Grund, die Nummer 9, die für ihn eine besondere Bedeutung hatte, in den Titel unseres Buches mit aufzunehmen. Meine Damen und Herren, bevor es jetzt losgeht, noch etwas kurz zu diesem Buch, das heute ich zum Thema vorstelle. Dies ist ja auch eine Buchpremiere, nicht nur Hochzeit. Das Buch heißt Insane Number 9, ist in einer limitierten Auflage erschienen und jeder kann es sich nach der Vorstellung auch selbst anschauen. In den Einzelgrafiken steht es hier ausgestellt. Viele werden sich sicher fragen, was diese Idee mit der kyrillischen Schrift soll. Zwei Erklärungen dazu. Die eine ist die, dass des Malers Mutter Russin ist und Michael Würzberger mit dieser Sprache aufwuchs. Er hat die Texte also auf die ihm gemäße kreatürlichste Weise geschrieben.
Und wenn ich damit seine Handschrift meine, so ist es durchaus im doppelten Sinn, denn wir haben es hier mit der Schrift eines Künstlers zu tun, der sich grafisch und kalligraphisch ausdrückt. Michael Würzberger stellt sich in dieser seiner Wesensart dar und es kommt dabei ein Gesamtkunstwerk heraus. Dass dies erkannt und wahrgenommen wurde und wird, nicht nur von mir, sondern auch von Museumsleitern und Bibliothekaren, weiß ich mittlerweile gut aus den vielen Verkäufen jener Bücher, die in meinem Verlag und im Verlag meines Verlegerfreundes Maximilian Barth gemacht hat. Seine Grafiken, Linolschnitte, Siebdrucke und Zeichnungen sind vertreten nicht nur hier in Deutschland, bei der Kunstbibliothek in Berlin oder dem Blinkspurmuseum in Offenbach, auch in der Stanford University im fernen Kalifornien oder in der Special Public Library in New York. Die zweite Erklärung für das Kyrillische hat etwas mit der Post, hat etwas mit der sowjetischen Oppositionsgeschichte zu tun. Dort gab es die sogenannte Samizdat-Kultur, das heißt, man druckte und vertrieb etwas selber unter der Hand, ohne staatliche Genehmigung, mehr oder weniger unerlaubt und ungefragt. Auch ich komme als Verleger von den DDR-Untergrundzeitschriften her aus dieser Tradition. Manchmal und notfalls musste man sich sogar noch eine Geheimsprache einfallen lassen, eine Art Verschlüsselung. Das Kyrillische ist in diesem Fall so eine Art Code, der aber leicht zu knacken ist, durch die Verbindung mit den Grafiken, aber auch durch Johns wunderbare Lieder natürlich, die wir im Ohr haben mit dem englischen Originaltext. Nicht diese Lieder, sondern noch eine weitere Begabung unseres Allround-Genies John Winston Ono Lennon steht jetzt im Mittelpunkt und soll uns erheitern und erfreuen. Immerhin gibt es ja etwas zu zelebrieren. Es war Hochzeitstag auf Gibraltar vor 30 Jahren, 30 years ago. Doch wir sind jetzt hier in Berlin am 21. März 1999 und ich bitte Ulrich Spies, Jackie Engelken und Ben Becker sehr herzlich auf die Bühne zu dieser Leseperformance. Bevor die drei Musiker auf die Bühne kommen, noch zwei ganz kurze Bemerkungen. Ben Becker hat eine leichte Grippe, was sich vielleicht manchmal in der Stimme etwas niederschlagen kann. Und wir bitten sehr herzlich, auf die Einnahme harter Drogen während der Vorstellung zu verzichten. Nach der Vorstellung von Ben Becker, Jackie Engelken und Ulrich Spies spielt die russische Band Salon Radomski Rock aus St. Petersburg. Ja, viel Spaß! Wir lernen schon lernen, nach Tod.
Platz. Gestern hatten wir 100 Leute, die standen da. Dann habe ich gesagt, setzt euch, dass es so eine Art Bad-In wird. Vielleicht soll ich weiß auch nicht, wer gemacht das schon. John Lennon. Begrüße in Berlin. Ich lese das heute eigentlich zum ersten Mal. Über den Verfasler. Ich wurde am 9. Oktober 1940 gebohrt, als, glaube ich, die Nazis unter Hitler, der nur eins hatte, uns noch bombastierten. Mich haben sie jedenfalls nicht gekriegt. Ich besuchte verschwielenartige Schulen in die Pool. Dort habe ich sehr zum Ergo meiner Tanten als Mitglied der hochriesten Beatles mögen meine und PG und R's Platten euch komischer erscheinen als dieses Buch. Aber es ist meine feste Überzeugung, dass diese Stammlung von Kurzgekichten die wundervollste Lache ist, die ich jemals losgelassen habe. Gott säge und verhüte euch. Mir ist es gleichgültig, ob ich je wieder eine Platte mache. Ich fing an mit dem Rock'n'Roll und hörte auf mit reinem Rock'n'Roll. Meine LP Rock'n'Roll. Sollte mich der Drang jemals überkommen und sich als unwiderstehlich erweisen, dann werde ich es einfach zum Spaß machen. Aber ansonsten möchte ich ganz gern die Finger davon lassen. Ich war nie der Meinung, dass Künstler ihrem Publikum etwas schuldig sind. Genauso wenig wie die Jugend, König und Vaterland ein Leben schuldet. Ich habe mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Im Guten und im Schlechten. Ich allein trage dafür die Verantwortung. Alle Straßen führen nach Rom. Ich machte einen Laden auf. Das Publikum kaufte die Ware zu fairen Marktpreisen. Keine große Sache. Und was das Showgeschäft betrifft, mein Leben war das nie. Oft wünsche ich, auch wenn es nicht hilft, Yoko und ich wären nicht berühmt und könnten ein wirkliches Privatleben führen. Aber die Würfel sind gefallen. Vielmehr, das Blut ist vergossen worden. Und ich gebe mir Mühe, nichts zu bereuen. Ich habe nicht vor, Zeit und Energie bei dem Versuch zu verschwenden, das ist mir zu laut, Zeit und Energie bei dem Versuch zu verschwenden, anonym zu werden. Das wäre genauso dumm, wie erst berühmt zu werden. Als Teenager waren meine sexuellen Fantasien natürlich ausgefüllt mit Anita Ekberg und den üblichen riesigen nordischen Göttinnen. Jedenfalls so lange, bis Brigitte Bardot in den späten 50er Jahren die Liebe meines Lebens wurde. Alle meine Freundinnen, sofern sie nicht dunkelhaarig waren, litten unter meinem beständigen Verlangen, sie sollten sich in Brigitte verwandeln. Als ich meine erste Frau heiratete, von Natur war sie, glaube ich, rotbraun, war auch aus ihr eine langhaarige Blondine mit der obligaten Ponyfrisur geworden. Traf einige Jahre die echte Brigitte. Ich auf einem Trip und sie auf dem Weg nach unten. Endlich begegnete ich Yoko. Und aus dem Traum wurde Wirklichkeit. Die einzige Frau, der ich je begegnet war, die mir in denkbarer Weise gewachsen war. Mir überlegen, eigentlich. Zwar hatte ich in meinem früheren Leben zahlreiche interessante Affären gehabt, doch war mir keine Frau untergekommen, für die ich meinen Zustand glücklich verheirateter Langeweile aufgegeben hätte.
ausbrechen. Endlich. Jetzt war da eine, für die ich von zu Hause weggehen konnte. Jetzt gab's wohin zu gehen. Darauf hatte ich eine Ewigkeit gewartet. Alex spricht. Alex spricht. Alex spricht. Er nimmt es leicht, wenn er so sagt, Quobbel sitzt im Gras wie er, Herr Dügelunder strabt Amo, Amat, Amas, Amonk, Amink, Aminibus, am Marmeladentopf, Amiki Mendip Multiplus, Amant, Amantelkopf. Und also trabt ich weiter, sorgt mich um keine Sorg, weiter, weiter, weiter. Weiter, oh Freunde, zu Ruhm und Sieg für die 8B. Ich hatte das Glück, in der Schule Latein zu lernen, was mir gut zustatten kam. Wenn ich mich unsicher fühlte, konnte ich immer irgendetwas in einer Fremdsprache von mir geben. Die Erfahrung lehrte mich, angesichts von Schwierigkeiten zu lügen. Mein religiöser Hintergrund machte sich immer mehr als Vorhaut bemerkbar. Die absehbare Zukunft sah erschreckend aus, also gewöhnte ich mir an, rückwärts zu laufen. Hatha Yoga beulte mir die Hose aus. Ich war außer mir vor Freude. Damit waren wir zwei. Als Teenager wurde ich Heide. Bislang war das unbemerkt geblieben. Man sagt, die Kunst der Konversation sei verloren gegangen. Ich sage, sie ist eine Art Garfunkel. Thank you.
said, give peace a chance. Wir sagten bloß, dem Frieden eine Chance. Kann ich hier vielleicht einen Schluck Wasser haben? Ich habe noch einen Schluck Bier da. So, hervorragend. Also mein Kaffee, mein Lass, ich guck gleich Neues. So. Also für Meister immer. Trink aus, wenn du willst. Nee, nee, nur so einen kleinen Schluck zum Anfeuchten. Mau Rindel, das ist alles gut so. Dankeschön, sehr aufdringlich von Ihnen, Vorwand. Give peace a chance. Unser nächster Schritt war das berühmte Bad Inn für den Frieden. Freie Geister und Künstler, die wir waren, brauchten wir ein Jahr schüchterner Werbung, bevor wir zusammen ins Bett stiegen. Dafür luden wir aber dann die ganze Welt ein, um es mit uns zu teilen. Wir wussten, dass wir nicht heiraten und uns in die Flitterwochen zurückziehen könnten, ohne von der Presse gejagt zu werden. Also beschlossen wir, die Sache für einen guten Zweck auszunutzen und uns gleichzeitig ein wenig zu amüsieren. Es sollte wie beim Living Theatre sein. Aber echt. Unvergesslich der Anblick, wie die Presseleute der halben Welt an unserer Schlafzimmertür einander drängelten und zertrampelten, in der vergeblichen Hoffnung, dabei zu sein. Jetzt kommt das Wüstenschiff. Also liege im Bett, ne? Unvergesslich, unvergesslich der Anblick, wie die Presseleute der halben Welt an unserer Schlafzimmertür einander drängelten und zertrampelten in der vergeblichen Hoffnung, dabei zu sein, wenn es der Beatle und seine Niggerfrau in der Flitterwochen-Suite des Amsterdamer Hilton Hotels für den Frieden miteinander trieben. Und die enttäuschtsten Seufzer, als es ihnen dämmerte, dass es keinen Sex geben würde und wir nicht einmal nackt waren. 7 Tage und Nächte hindurch stellten wir uns von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends für Fotos und Interviews zur Verfügung. Die 4. alkoholisierte Gewalt durfte uns fragen, was sie wollte, ohne Einschränkung. Ihnen fiel ein kalter Furz ein. Nichts. Von einigen 100 Besuchern an unserem Bett hat nur 1 oder 2 Leute überhaupt eine Ahnung davon, worum es ging. Wir haben natürlich alle gefilmt. Aber wir haben das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Nämlich ihnen den Marsch zu blasen, statt gute Miene zu ihrem dummen Spiel zu machen. Es war zwecklos, so zu tun, als hätten wir ein Privatleben. Diese Mick und Bianca-Scheiße. Vor der Kirche eine Szene machen, nachdem sie alle Welt zur Hochzeit eingeladen hatten. Das nenne ich doof. Wir wollten unseren großen Erfolg in Amerika wiederholen, die Show am Broadway herausbringen, Plaza Hotel, um genau zu sein. Aber die US-Regierung meinte, es sei zu gefährlich, uns in einem Hotelbett über den Frieden reden zu lassen. Also führten wir die Show in Montreal auf und strahlten sie per Radio und Fernsehen über die Grenze aus. Ob die Regierung wohl daran dachte, G. Gordon Liddy auf uns anzusetzen? Wir wurden dort von vielen aufgeblasenen Egomanen besucht. Al Crabb, Dick Gregory, Tim Larry und Rosemary, Tommy Smoothers. Außer Crabb haben sie alle bei Give Peace a Chance mitgesungen. Habt ihr je darüber nachgedacht, dass Timothy Leary und G. Gordon Liddy 2 Seiten derselben Medaille sind? 2 Iren machen noch keinen angelsächsisch-protestantischen Herrenmenschen. Zur gleichen Zeit, da wir in Kanada mit Delfinen LKWs über die US-Kanadische Grenze geschmuggelt,
Ihnen waren John und Yoko beim Film noch nicht gesehen. Und in Swinging London haben sie es schon genannt. Heute ist sie bei ihrem Kunsthändler um die Ecke erhältlich, das Stück zu $100. Für das LP-Cover von Two Virgins muss man zählen. Im Abend die Kunst nicht nach. Das Leben ist gut. Das ist, wie auch deine Talente verwirrt. Sie sind ja ein Künstler zu sein. Revolutionäre Periode. Sie erreichte ihre Blüte, nachdem wir zu einem Besuch in die Staaten gekommen waren. Wir hatten vor, unseren ständigen Wohnsitz hier zu nehmen. Allerdings hatte ein England verlassen. Ich halte sie weder aus steuerlichen noch irgendwelchen anderen Gründen. Es ist einfach so gekommen. Wie auch immer. Bei unserer Ankunft in den USA wurde das Flugzeug abgeholt von Jerry Rubin Hoffmann im Maxwitz der 60er Jahre. Sie führten uns in New Yorker oder hauptsächlich der Washington, der war Haschisch zusammen. Jerry hat die Geschäftsvögel und Geschäftemacher. Aber ich kann gut ohne Haschisch ausgehen. Es kostet uns eine Zeit und eine Weile Magie und Geschmack und verloren loszuwerden. Aber es macht Spaß, all diese berühmten Helden, keine Heldinnen, des Untergrunds kennenzulernen. Bobby Seale, seine lustige Bande, Huey Newton mit seinen sehr teuer aussehenden Klamotten im Military-Look, Rennie Davis mit seinem "Bezahl du die Sache, ich organisiere sie", John Sinclair und seine treue Truppe aus Ann Arbor und der gute alte Allen Ginsberg, wenn er nicht gerade auf dem Boden lag und umte. Brachte er jeden, den er krallen konnte, in die entsetzlichste Verlegenheit, indem er mit lauter Stimme einen Singsang vortrug, den er für Lyrik hielt. Zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Und ging's mir um.
Name ist Sean O'Hare. Ich mag Fisch. Meine Ausbildung genoss ich an der Londoner Hochschule für Depressionen. Meine selbstmörderischen Neigungen wurden mir glücklicherweise im Alter von 13 Jahren entfernt. Meine Eltern kannte ich nie. Es gelang mir nie, ein Interview mit ihnen zu arrangieren. In Paris besuchte ich eine Schule für höhere Töchter. Also in Paris besuchte ich eine Schule für höhere Töchter, schaffte aber den Abschluss nicht. Ich lernte säen, ernten und stricken. Ich wollte Stierkämpfer werden, aber dazu reichte mein Taschengeld nicht. Ich mag Mottenkugeln. Ich lebe mein Leben so ziemlich für mich. Man kann ja nie wissen, vielleicht könnte ich mich eines Tages mal brauchen. Schrimps mag ich nicht. Mein Vater diente in der Armee als Blöder. Meine Mutter gebar 7 Kinder, alle langsam. Mit 17 ging ich nicht zur Armee. Ich war jung, gesund und total verrückt. Ein weitreichender Weltpolizist hatte mich bereits in der Jugend gewarnt. Die Ölgesellschaften laufen in Alaska auf dünnem Eis. Ich verlor im zarten Alter meine Unschuld. An Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern. Es blieb alles in der Familie. Ich probierte es mit einer Wünschelrute. Die führte mich aber nur ins Badezimmer. Zu meinen ersten Erinnerungen gehört die Trennung von Kirche und Christentum. Wir hatten einen walisischen Pfarrer, der Kinder nicht ausstehen konnte. Dies bestätigte meine Vermutungen. Die Art der Gnade weiß von keinem von euch, war einer seiner Lieblingssprüche. Ich sehe ihn vor mir mit seinem wohlgenährten Christengesicht, seiner hohen Stimme und seinem dauergewellten Mund. Sonntagslächeln. Ich hatte das Gefühl, dass Gott vielleicht einmal unsere Kirche zum heiligen Petrus besucht haben könnte, dass es ihm aber draußen besser gefiele wie mir. Der Vater einer meiner besten Freunde war ein gewalttätiger Polizeischäferhund. Vielleicht hatte Wellys schreckliches Asthma etwas damit zu tun. Mit so einem Vater, was braucht's noch eine Krankheit? Manchmal war es eine Erleichterung, keine Eltern zu haben. Die meisten Verwandten meiner Freunde hatten wenig Ähnlichkeit mit menschlichen Wesen. Ihre Köpfe waren voller kleinlicher, kleinbürgerlicher Kleingeldsorgen. Meiner war voller eigener Ideen. Ich brachte mein Leben damit zu, mich selbst zu amüsieren, während ich heimlich auf jemanden wartete, mit dem ich kommunizieren könnte. Die meisten Leute waren tot. Einige waren halbtot. Es gehörte nicht viel dazu, sie zu amüsieren. Zitat: Wenn du tot bist, ist alles lustig. Keine Fliegen auf Frank. Keine Fliegen auf Frank. Schließlich, warum nicht? Er war ein verantwortungsbewusster Bürger mit Weib und Kind, nicht wahr? Es war ein typischer Frank-Morgen und mit einer Behendigkeit, die jeder Beschreibung spottet,
sprang er ins Badezimmer und auf die Waage. Verblichen vor Schreck stellte er fest, dass er 12 Zentimeter mehr größer wog. Er konnte es nicht glauben. Das Blut stieg ihm in den Kopf und verursachte eine mächtig rote Färbung. Ich kann diese unwahrscheinliche wahre Tatsache gar nicht glauben. Mein eigener Körper, der nie Fett angesetzt hat, seit meine Mutter mich im Grindbett empfing. Ja, und ob ich schon wanderte im windigen Kral, würz ich kein Rundstück. Welch nächtige Schmach stürzt mich in solch fettes Unteil? Und wieder sah Frank auf die furchtbare Vision hinab, die seinen Blick mit schauderndem Gesicht trübte. 12 Zentimeter schwerer. Ach, aber ich bin nicht dicker als mein Bruder Geoffrey, dessen Vater Alec aus Kenneth stammte, durch Leslies, der Arthur, Sohn des Eric, erzeugte. Vom Hause Ronald und April, Torwarte von James aus Newcastle, die gegen Madeline 2-1 führten, von Silverflower 10-2 über Voltrovot zu 4 Schilling, 3 Pence das Pfund. Er schaukelte hinuntergeschlagen und gedehnt, eine große Hast auf seinen Schultern. Nicht einmal das zerschlagene Gesicht seiner Frau konnte Franks armen Kopf zum Lächeln bewegen. Und es saßen, wie ihr wisst, keine Fliegen auf ihm. Seine Frau, eine ehemalige Obszönheitskönigin, betrachtete ihn mit einem seltsamen, aber vierschrötigen Blick. Was schmerzt euch, Frank? Fragte sie und ließ ihren Augapfel schwellen. Du siehst niedergeschlagen, ja, lässig aus, fügte sie hinzu. Nichts. Als das Kinder am gestrigen Tag um diese Zeit, bin ich nicht der elendste aller Menschen. Erdulde es, kein Wort an mich zu riechen, ansonsten ich dir tödlichen Harm versetzen könnte. Diese Prüfung muss ich einsam auf mich nähren. Weh, Frank, du hast mich hart getropft mit solch grober Rede. Ist's meine Schuld, dass du so großen Verschluss hast? Traurig sah Frank seine Frau an. Einen Augenblick lang vergaß er die Ursache seines Kummers. Er schritt langsam, doch langsam auf sie zu. Er nahm seinen Kopf in seine Hände und mit ein paar schnellen Schlägen hatte er sie erbarmungsvoll tot auf den Boden gestreckt. Sie durfte mich nicht in diesem Zustand sehen, stammelte er. Nicht so dick und an ihrem 32. Geburtstag. An jenem Morgen musste sich Frank sein Frühstück selber machen. Auch an den folgenden Morgen. 2 oder waren es 3 Wochen später erwachte Frank wieder und sah, dass noch immer keine Fliegen auf ihm saßen. Keine Fliegen auf diesem Frankie-Body, dachte er. Aber sehr zu seinem Erstaunen schienen eine Menge Fliegen auf seiner Frau zu sein, die noch immer auf dem Küchenfußboden herumlag. Ich kann mein Brot nicht anders brechen, solange sie hier herumliegt, dachte er lautkarg, schreibend, da er sprach. Ich muss sie bei sich zu Hause abliefern.
wo man sie willkommen heißen wird. Er packte sie in einen kleinen Sack, denn sie war nur 1,30 Meter groß, und begab sich zu ihrem rechtmäßigen Heim. Frank klopfte an die Tür des Hauses der Mutter seiner Frau. Sie öffnete die Tür. Ich habe Marion heimgebracht, Frau Sutherskill. Er konnte sie nie Mama nennen. Er öffnete den Sack und setzte Marion auf die Schwelle. Ich will nicht all diese Fliegen in meinem Haus, rief Frau Sutherskill, die großen Hausfrauen stolz hatte, und schlug die Türe zu. Sie hätte mir wenigstens eine Tasse Tee anbieten können, dachte Frank bei sich und lud sich das Problem wieder auf die Schulter. Unser Thema nächste Woche heißt, wie befriedige ich eine tote Hausfrau? So der Titel einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Feminismus vom Autor des Buches Nimm meine Frau egal wohin, in dem sich Walter Grabstein vor einer Gruppe seiner Bewunderer allzu genau unter die Lupe nimmt. Diese Form der New Age Therapie verbreitet sich wie eine angenehme ansteckende Krankheit in ganz Amerika. Viele bekannte Namen sind bei Dr. Edge zu Hause erschienen, weil sie seine Hilfe brauchen. Dr. Edge, ein ehemaliges FBI-Mitglied, der seine Sünden bereut, beschattet sich selbst seit 14 Jahren auf der Suche nach der verlorenen Wahrheit. Teilweise Dave. Es war einmal ein Mann, der teilweise Dave war. Er hatte eine Aufgabe im Leben. Jeden Morgen pflegte er zu brummeln, ich bin teilweise Dave. Und damit war die Schlacht schon halb gewonnen. Beim Frühstück sagte er dann wieder, ich bin teilweise Dave. Was Betty immer auf die Nerven ging. Du bist auf Achse, Dave, sagte immer eine Stimme zu ihm, wenn er auf dem Weg zur Arbeit war. Und es stellte sich heraus, dass es ein farbiger Schaffner war. Das ist das Richtige für dich, dachte Dave dann, ohne sich nur im geringsten über das Rassenproblem im Klaren zu sein. Teilweise Dave war ein rasanter Verkäufer, begabt und begofft, was Mary immer auf die Nerven ging. Ich habe scheint mein Fahrgeld vergessen, Knipser, sagte Dave, ohne sich im Klaren zu sein. Dann steins aus, sagte Basubu mit einer Stimme, die keine Widerrede zuließ. Und auch er war sich eigentlich über das Rassenproblem nicht im Klaren. Okay, sagte teilweise Dave bescheiden und ohne beleidigt sein zu wollen. Aber möchten Sie, dass ihre Tochter so einen heiratet, schien eine Stimme zu sagen, als Dave wie eine gesenkte Sau vom Bus sprang. Oh, Telefon. Ich bin nicht da. Ja. Beim Zahnarzt. Ich habe einen ausgehöhlten Zahn, sagt die Dame, der mich furchtsam schmerzt. Kommen Sie in diesen Beinstuhl nieder, nähe Frau, und machen Sie die Presse weit auf. Ihr Hund ist ja fast zahnlos. Die Dame, oh weia, mir sind nur 8 Zähne geblieben, 8 Zähne übrig. Na ja, dann
dann haben Sie 83 verloren. Die Dame, nicht möglich. Der Herr Jägermann weiß, dass es 4 Schneiderzähne gibt, 2 Eckzehen und 10 Backensehnen. Macht insgesamt 22. Aber ich habe alles getan, um meine Zahl zu retten. Vielleicht, aber es war vergeblich. Oh, warum habe ich Sie nicht früher insultiert? Zu spät, jetzt muss es sein oder nie, Meier. Sie wollen ihn mir also ziehen? Nein, Blödigste, ich werde ihn exkrementieren. Aber das ist doch sehr schmerzbar. Lassen Sie mich sehen, krack, da ist er, flätigste Sau. Aber mein Herr, ich wünschte, war darauf bedacht, diesen Zahn zu behalten. Ah, er war schon ganz schwarz und vermault und die anderen sind es auch. Gnade, bald werde ich nichts mehr zum Kauen haben. Das kostenlose Krampenkastengebiss ist ausgezeichnet und es macht Sie 30 Jahre jünger. Die Dame beiseite. 30 Jahre jünger? Laut. Mein Herr, ziehen Sie alle Stümpfe. Ich bin nicht katholisch. Der Herr, okay, Klebrigste. Vielen Dank, vielen Dank. Machen wir jetzt, wollen wir jetzt mal ein Herbstspiel, oder? Ich weiß. Yes. So heilig ist es ja nicht. Killerwahl erhält Friedensnobelpreis. Zitat. Berühmter Biologe beim Masturbieren vor dem UNO-Gebäude erwischt. Professor Hans Wichser, 73,5, wurde heute früh um 0 Uhr, nichts dabei beobachtet, wie er unter der Schirmherrschaft der UNO mit einem Problem rang. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, sagte ein Fremder, der zufällig vorbeikam. Ich kniete in meiner unüblichen Position vor dem UNO-Gebäude, als ich einem plötzlichen Wetterumschlag ausgesetzt wurde. Ein Sprecher des Professors gab zuvor eine Erklärung ab, in der es hieß, in letzter Zeit kam es ihnen hart an. Der Professor wurde vor läufigen Kameras festgenommen und vor Staten Island dem Zoll übergeben. Wir wollen nur sein Bestes, bemerkte ein Polizist gegenüber einem Haufen betrunkener Journalisten. Leute seines Kalibers sollten bei lebendigem Leibe gegessen werden, erklärte ein republikanischer Pissoir-Pächter. Das sind Leute, die New York interessant machen. Sie müssen abgeschreckt werden. To the final soul.
Raushängen lassen. Muss doch sehr bitten, meine Herrschaften. Kann man den Barbetrieb vielleicht ein bisschen einstellen, so ein bisschen? Weil man versucht ja immerhin hier irgendwie so Zeugs zu lesen. John Lennon letztlich. Auf dem Weg von irgendwoher nach irgendwohin kaufte ich mir ein Exemplar der Frankfurter Gemeinen. Es kam mir alles spanisch vor. Ich mache so auch nicht weiter, aber ich kann nicht. Ist blöd, weil man hört hier oben jedes Wort, das nervt. Also jetzt geht's nach der Pause weiter. Also zum dritten Mal. Auf dem Weg von irgendwoher nach irgendwohin kaufte ich mir ein Exemplar der Frankfurter Gemeinen. Es kam mir alles spanisch vor. Von der Lebenshaltungskostenspirale war die Rede. Ich stellte mir einen kleinen Wirbelwind vor, der durch die Südstaaten fegte. Die Landwirtschaft an den Rand des Abgrunds treibt. Ein entfernter Kollege von mir sagte einmal, ist es nicht merkwürdig,
wie sie es immer wieder schaffen, uns in einem an Wahnsinn grenzenden Zustand der Erregung zu halten. Ich musste ihm zustimmen, obwohl ich nie davon gehört hatte. Ich erinnere mich, wie ich eines Nachts oder vielmehr Tages meine Freundin auf einem Grabstein fickte und plötzlich den Arsch voller Blattläuse hatte. Dies war meine Lehre. Fortan verstand ich mehr über Karma und oder die Gartenarbeit. Barbara Baker, wo bist du jetzt? Fett und hässlich? 15 Kinder? Nach 5 Jahren Hölle an meiner Seite müsstest du auf alles gefasst sein. Du lässt es dir auch außerehelich noch ordentlich besorgen. Das Traurige an der Vergangenheit ist, sie ist vergangen. I wonder who's kissing her now. Wer küsst sie wohl gerade? Schnitt. Maharishis Gesundheitsfarm an der Spitze des Himalayas. Ein. Für mich wählte er das richtige Mantra. Okay, jetzt hat er erheblich weniger Haare als damals, als ich ihn kannte. Wieso lässt Gott seinen Ärger immer an diesen Heiligen aus? Magengeschwüre und so weiter. Er nimmt das Karma eines anderen auf sich. Ich wette, so blöken alle seine Schäfchen. Und doch hat er ein nettes Lächeln. Das hier wird langsam zur Autobiografie eines Joghurts. Aber ist das nicht der Weg allen Fleisches? Er ließ uns in Einzelhütten wohnen, getrennt von unseren Frauen. Ich kann nicht behaupten, dass mir das allzu schwer fiel. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna.
end of everyone. Ja, Mann! Kommt hier hoch! Sagen Sie, was Sie sagen wollen. Wir haben heute die Show. Alles oben da. Jeder kann was sagen. Wir haben da viel. Ja, meine Leute. Habe ich nicht. Oh, Scheiße. Zugabe! 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 Nee, hör auf jetzt. Alles lau, du. Schatzgrinsel. Schatzinsel. Schatzi Mausi, mach mal ein Klotz. Der macht das mit mir telepathische Unterhaltung. Der weiß, was ich denke, was er denkt. Da. Ich muss jetzt überhaupt nicht mal alles überhaupt jetzt was fühlen. Als ich tue, ich oder Mann, ich bin voll idiotisch. Ja. So, jetzt bist du dran. Bin ich jetzt dran? Der Führer befiehlt uns alles zu schreiben. Okay, jetzt mach ich weiter. Applaus für den Herrn. Ich bedanke mich bei Ihnen, junger Mann. Kurze Hose, Holzgewehr. Wir sehen uns nach Feierabend. Jetzt geht's weiter. Schatzgerinnsel. Sofort wird verdeckt. Kamera. Na dann. Oh,
besonders mit dem Pappei auf der Schnulze. Wo ist mein blaues Auge? Eines Tages jedoch befand sich Jack Hawkins, der Kurze, gerade in einer Abfallkiste. Da belutschte er Large John und ein paar andere Seelbeeren, wie sie eine Meierei gegen den Kapitän aushockten. Von daheim! Schrie eine Stimme vom Topfmist herunter. Von daheim! Alles okay! Ja, da waren sie. Ein kleines Grinselchen mit Psalmen und Skrotusnüssen hieb sie sich vom Klohorizont ab. Soll mich wundern, wenn da nicht ein bärtiger Alter über die Felsen walzt, dachte Disraeli Hens, der den Film gesehen hatte. Und so war es auch. Im ersten Rettichboot, das rüberfuhr, saßen Lord John Sullivan, Jack Hawkins, der Kurze und ein paar andere. Eine saalreiche und verschwitzte Gesellschaft. Schließlich landeten sie aber doch auf dem Grinsel. Und da springt ein alter Dreckspatz hervor und sagt, er ist Stan Gunn und hat jahrelang bei dem ganzen Schmatz gelebt, weil ihm der grausame Kapitän Flint in den Moostopf gesteckt hat. Und man weiß ja, was im Moostopf alles passiert. Also hauen Sie ein paar Fehler in den Boden und so weiter und dann segeln Sie heim nach Bristol, wo Sie alle wegen Drogenunfluss eingesperrt werden. Stellt sich heraus, dass Jack Hawkins ein 32-jähriger Zwerg ist und Lord John Silver muss sich ein neues Holzbein kaufen, weil sie auf dem Grinsel zu nah am Lagerfeuer gesessen haben. Und Stan Gunn ist in Wirklichkeit ein Jüngling in der Blüte seiner Tugend. Und Tom, die treue Katze, kehrt nach Newcastle zurück. And me, der Taube, Danuta und ich. I love the rain.
Schwert. Der Taube, Danut. Der treue Frosch zur Seite gleich ein Bund auf Hieb und Stich. Die Frucht aus, die Kerne bleiben drin. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich habe das jetzt aus Afrika mitgebracht. Ich bin ein großer Fan von Papua-Neuguinea. Papua-Neuguinea, da laufen die Menschen alle nackt rum und haben so Kürbis am Pimmel. Zwei Bindfäden um die Hüfte und den Kürbis am Pimmel. Ja, das kriege ich jetzt schon auf. Also das ist Papua-Neuguinea. Ich will da immer mal hin. Wir. Oder Ulrich, kommst du mit? Papa Neuguinea. Auch Kürbis am Pimmel. Geil, oder? Drei-Mann-Band. Alle Kürbis am Pimmel. John Lennon. Shaw legte sich auf die Couch und langte nach einem großen Popel. Sein Gesicht war grau, fast schon rot. Sein strohblondes Haar hing ihm ins Gesicht und verdeckte das rechte Auge. Er bohrte, verträumt, sinnlich, schweigend in der Nase. Ein großer Grüner, dachte er. Er tat ihn zu den anderen
in die große braune Papiertüte, die rasch zu seinem Markenzeichen geworden wurde. Eigentlich sammelte er das Zeug für seine Freundin, die Bildhauerin. Sie stand auf Nasen. Nasenlöcher er, dachte Sam. Ihr Loch ist Nese. Er lachte laut vor sich hin. Es gab inzwischen kaum eine Wohnung auf der East Side ohne ein Marjorie Minz Nasenkunstwerk neben den Werken von Jasper Jones und Alice Cooper. Kunst wurde in New York großgeschrieben, und zwar mit W. Mit Kunst ließ sich eine Menge Geld verdienen, wenn auch manchmal mit saurem Schweiß. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt, bring sie um. Diesen Leitsatz hatte er aufgestellt, um mit den seltsamen Typen fertig zu werden, mit denen er es zu tun hatte. Manche Leute hatten ihre Wohnungen buchstäblich vollgehängt mit den Werken bekannter Maler, manche schon tot, manche am Rande des Todes, andere lebende Leichen. Je näher sie dem Tod sind, desto besser für den Markt, hieß es oft in den Galerien, wo die stets hungrigen Mäzene herumlungerten. Wie wäre es um ihren Platz in der Kunstgeschichte bestellt, wenn wir nicht da wären, sie zu quälen, schwadronierten sie bei einem süffisanten Cocktail. Wenn wir ihre Werke nicht kaufen würden, nun, dann wären sie bloße Künstler. Jede Vernissage wurde mit einer Fanfare schwarzer Krawatten an Samtanzügen eröffnet. Sie würde sogar zu einer Türöffnung gehen, lästerte die Freundin einer Freundin, eines der bekannteren Maler, bekannt vor allem wegen seiner Fähigkeit, unter strengster gesellschaftlicher Anpassung zu atmen. Die Schönheit liegt im Auge eines Molchs, und in einem Hundehaar. Oder Wurzhaar. Ich hab keine mehr. Du willst. Ein Grabmal in einem europäischen Zentralnervensystem, ein seltsamer Mensch. Sie kamen natürlich völlig normal vor und wir hätten vielleicht nie erkannt, wie seltsam sie waren, hätte es nicht das seltsame Schicksal eines gewissen Jacques Cropier gegeben, eines leicht französischen Fischers, der als Normander Eroberer von zu Hause losging und sich wenig später beim Fischen aus Dachern irgendwo in der Nähe der Bretagne wiederfand. Er war, gelinde gesagt, erstaunt, denn war er nicht eben noch am selben Morning ganz woanders gewesen? Natürlich war er das. Unnatürlich war das. Aber lassen Sie uns irgendwo mitten im Nirgendwo beginnen, denn dort fand er sich ja wieder, oder sollte ich lieber sagen, dort verlor er sich. Oder sollte ich lieber sagen, zieh Leine. Jedenfalls da war er. Weg. Er stammte aus einer großen Familie. Gesegnet sind wir in der Tat mit diesem Abfall, sang sein Vater, während er die Kinder über einem Abgrund baumeln ließ. Soll sich an die Höhe gewöhnen, erlehrte er besorgten Nachbarn. Mich aber hatte Jacques auf die Höhe der Absurdität vorbereitet, die er in jenem schicksalhaften Dezember im Jahre unseres Fort 1682 erreichen sollte.
Die Sonnenanbetung in der Familie war erblich, wie Herpes. Siehe da, das Eisensand, die im sie für sich. Er hat auch gehabt, wie man es nannte, aber den Vater sich behalten wollen, was auch tat. In einem Baumhaus, das Best gestand. Während seiner gesamten Kindheit hatte Jacques. Inzwischen war ihm in der Schieflage ein Gefühl von Udo in die Lenden gekrochen. Ja. Beim Zeus, ich bin aber gesund, dachte er bei sich, während er über die tiefere Bedeutung sich zu Rate ging. Ich bin so gesund, ich könnte eine Kuh entehren. Mit diesen Worten verlängerte er sich in einen Raum hinein, den er nie zuvor gesehen hatte. Ja, das ist geil. Und hier endlich fand er seinen Meister. Eine Periode der Unruhe hatte ihn nach Algier getrieben und zurück. Abgesehen davon konnte ihn nichts aus der Fassung bringen. Eine Frau näherte sich mit einem Gesichtsausdruck, in dem etwas von Liegesessel und Grazia Patrizia war. Ich bin die Nachrichtenredakteurin. Sie sehen mir aus wie eine Nachricht. So stellte sie sich vor, und zwar ohne den geringsten Anflug von Erniedrigung. Ich bin, wie es scheint, neben mir, sagte Jacques, der Barauslage beäugte. Mir ist, als wäre ich überall her, sagte er, indem er eine frühere Zeile wiederholte. Sie sah ihn traurig an mit einem Seitenblick auf seine Zukunft. Sie werden Menschen treffen, sagte sie. Menschen werden sie anschauen. Jacques geriet in Panik, war pikiert, erlitt einen Kotzanfall. Ich bin halbwegs normal, schrie er. Seine Stimme schien von weit weg zu kommen. Und ich lasse mich nicht vorstellen. Seine Stimme erreichte Glenn Campbell auf der nach oben offenen Intensitätsskala. Keine Sorge, Jacques, beruhigte sie ihn. Nichts wird geschehen, es sei denn, du willst es. Dies half dem armen Jacques überhaupt nicht, denn, wie wir alle wissen, er wusste nicht, was er wollte. Sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn in die Bedeutungslosigkeit. Es wurde zur Pause geläutert, aber niemand hörte die Klingel. Eine Art Klingglöckchen klingelingeling durchdrang die Atmosphäre des malerischen, kleinen, imaginären Dorfes. Eine Rauchwolke. Ein Hodensack, ein Pferdedoktor, das Geräusch von Schlangen, eine überbelichtete Miss Liberace. Alles ging dem nervösen Jacques Croupier auf die Nerven. Dies sollte sich baldriendern, wie wir noch sehen werden, aber lassen wir einmal die Einzelheiten beiseite. Unanständig finden Sie nicht? Einzelheiten. Erinnert mich irgendwie an Offiziersschüler. Mach ein bisschen Musik, bitte. Entschuldigung. Ich glaube, alle Farben rot.
warte, wer da noch? Wie lange ist schon lange noch drin? Wie lange noch? Habe ich im Leben gelernt, sagte Jacques, während er an seinem Nuckel zog. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen, unabhängig von ihrer Rasse, Religion oder Hautfarbe. Er schluckte ein weiteres Beispiel hinunter und kratzte sich am Botschafter. Ja, schon okay. Lass nur mal wach. Wir müssen ja nur den da hinten ein bisschen wachrütteln, ja? Verstehst du? Da muss man ja gleich... Das Beste ist, die sind total fertig, wenn ich da hingehe. Ey, wir müssen da durch. Ich hab noch ein bisschen. Hey, Musik kommt ja auch noch. Eins habe ich im Leben gelernt, sagte Jacques, während er an seinem Nuckel zog. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen, unabhängig von ihrer Rasse, Religion oder Hautfarbe. Er schluckte ein weiteres Beispiel hinunter und kratzte sich am Botschafter. Es kommt selten vor, dass ein Mann seine eigene putzt. Er schien vergeblich versucht, sich selbst in Aktionen zu beobachten. Ich meine jedoch, ganz persönlich gesprochen, wenn man sich ein wenig nach hinten legt, fällt man nicht so leicht auf die Nase. Er hielt inne, um seinen Schierling zu betatschen. Andererseits fährt er fort, wobei die Haltung einer unverheirateten Hure einnimmt, gerät man in die merkwürdigsten Situationen ganz außerhalb seiner eigenen Kontrolle sozusagen. Und in solchen Fällen mache ich es immer so, dass ich mir ganz offen die Hosen voll scheiße. Und das allein schon hat mich dorthin gebracht, wo ich heute stehe. Was natürlich der Gegenstand dieses Absatzes ist. Er schließt die Augen und macht ein. Ein Mann nach meinem Geschmack, sagte ein Arzt und langte nach einem Appell. Dieser hier ist gut zum Aufessen. Er drehte sich zu einigen anderen um, die vorsichtig im Raum verteilt waren. Stimmen wir darüber ab. Das heißt, nachdem wir es überschlafen haben. Alle riefen Beifall und nickten ihre scheinbare Zustimmung, während sie sich kleckerweise durch die Tür ins Freie drängten. Unser Paps. Fang ich an? Er trödelte so ewig lang mit seinen Plundersachen,
Wir räusperten uns vor der Tür, um Beine ihm zu machen. Mich braucht nicht mal ein Köter mehr, so klagt er mit Gewinsel. Grad darum schmeißen wir dich raus, du blöder alter Pinsel. Er bettelte um Aufschub noch und quatschte manchen Käse. Wir gaben ihm noch eine Mark, putzten ihm die Prothese. Wir verstehen ja sehr gut, dass du jetzt flennst und murrst. Wir haben es lang genug mit dir versucht, du schrumpeliger Hanswurst. Und endlich war sein Kram gepackt, auch seine Eisenhand, sogar sein Penis, den er einst beim Bockbierfest erstand. Ihr werdet doch schreiben, greinte er. Na schön, nur keinen Schmus. Wir hielten seinen Kopf ans Licht und schrieben einen Gruß. Ich trage es euch nicht nach. An allem ist die Mutter schuld. Mit der gibt's immer Krach. Hey, lass bloß die Mutter aus dem Spiel, schrien wütend sie ihm zu. Schließlich verdient sie Geld und sie ist doppelt so alt wie du. Lieber verreckt als rum zu huren. Wurde sein Gesicht. Das ist doch unsittliches Geld, von dem Dreck, da lebe ich nicht. Sie wäscht sich jeden Tag sogar, erwiderten wir wacker. Was man von dir nicht sagen kann, du dreckiger alter Kacker. Als schließlich er die Tür erreicht, schwenkt er nochmal den Hut. Rief er und zuletzt, Kinder, benehmt euch gut. Viel Glück, Pops, riefen wir noch nach, leicht reuevoll sogar. Im Armenhaus wird's dir gefallen. Natürlich war's nicht wahr. Jetzt ist er fort, wir räumten schnell den Schrank, den er benutzte. Eilten ins Zimmer, wo er einst sich seinen Höcker putzte. Ein wahrer Segen, nicht nur Geld ließ er auf seiner Bude. Das Rentenbuch lag auch noch da, der miese kleine Jude. Das muss gefeiert werden. Mädchen für jedermann. Wir kennen zwar nur eine, doch die lässt jeden ran. Wir hörten nie von unseren Paps, was zu erwarten war. Doch tief im Herzen blieb er uns ein Freund. Oh,
Dankeschön. Die staatliche Gesundheitskuh. Ich schlich mich in ein Mustergut von staatlichem Betrieb. Ein Stallgebäude lag vor mir, vor dem ich stehen blieb. Komm raus, du Kuh mit Brille, so rief ich zu dem Vieh. Sie trat heraus und auf mich zu und seufzend melkt ich sie. Du kamst grad recht, sagte die Kuh, ihr Blick war schon umwolkt. Ich fühl mich elefantenschwer, seit Tagen nicht gemolkt. Warum? Fragt ich und zerrte mir fast die Finger wund. Weil meine Milch in Flaschen kommt, vielleicht ist das der Grund. Ja, das ist praktisch für den Staat. Ich war dabei es zu sagen, da fiel die Kuh plötzlich tot um. Ich hat sie totgeschlagen. John Lennon. Florence de Borchia hält Hochzeit. Florence de Borchia, ehemalige Witwe und Modedesignerin für die Zeitschrift Monat der Frau, ließ sich heute früh im Rahmen einer kleinen Feier mit Friedhofskapelle die ehelichen Pflichten entfernen. Florence Blasin einen de Borchia ist eine frühere Witwe des früh verspäteten Generals Fußmarsch de Borchia, seines Zeichens führender Kopf des 12. Kavallerieregiments apoplektischer Reiter. Bei Freund und Feind war er als Maul und Klaue bekannt. Seinen Ruf erwarb er sich in Korea, wo er die ziemlich strenge Maßnahme befürwortete, Brieftauben auf die Roten loszulassen. Hierfür sowie für seine anderen herausragenden Leistungen, wie zum Beispiel Turnhosen für alle, wurde ihm die Ehre zuteil, mit dem Kopf zuunterst neben dem Grabmal des unbekannten Soldaten beerdigt zu werden. Seine Witwe, eine dem Eislauf ergebene Tierärztin, hatte sich dafür ausgesprochen, seine Überreste der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ihr Anerbieten wurde aus Gesundheitsgründen abgelehnt. Heute früh hatte sie in einem Exklusivinterview ihre ehelichen Pflichten einer Gruppe besonders ausgebildeter Journalisten offenbart. Als patriotische Geste breitete sie sich umstandslos unter den versammelten Kollegen aus. Das Fotografieren war verboten. Ich bin da abergläubisch, bemerkte sie, ließ aber Skizzen zu. Den Pudding beweist man, indem man ihn isst, rief sie aus, während die Journalisten anstanden, um einen hungrigen Blick auf die Waffen ihres seligen Gatten zu werfen. Man sagt, sie seien mindestens so groß wie die von Napoleon, erklärte sie stolz, der ja als erster Amerikaner die Ehre hatte. Tee und gebutterten Toast servierte sie auf allen Vieren mit der Bemerkung, wie ich ihn bediente, so bediene ich nun sie. Eine kleine Welle der Anerkennung schlug ihr dafür aus der überwiegend männlichen Gruppe entgegen. Einige Stunden später wurde sie verwirrt und offensichtlich tot von einem Polizisten in Manhattan entweder oder nicht Manhattan nicht aufgefunden. Das Ergebnis der Autopsie lautete Tod durch Frisbee, Verbrechen ausgeschlossen. Ich stelle mir gern vor, dass sie nun wieder ihren geliebten General in jenem Offizierscasino über den Wolken bedient. Ich hoffe es. Die Alternative ist nicht auszudenken. Sie hinterlässt drei Kinder. Sylvia, 43, Charles, 17 und Elizabeth Ann, 104. Sie sind von dem netten katholischen Heim für Protestanten zur Adoption freigegeben worden und werden bei der Weihnachtsfeier als Tombola-Gewinn verlost, bis sie zu zweit oder dritt ruhig untergekommen sind. Sie haben keine lebenden Verwandten, jedenfalls keine,
die irgendjemandem aufgefallen wären. Florence de Borgia war zeitlos. Letzter Wille und Testikel. Ich, Barold Reginald Bonker Harcourt, im Vollbesitz meiner geistlichen Kräfte, aller meiner Glied- und Körpermaßen und bei guter Gesundheit, bemache diesem 18. September des 1924. meine liebe, anverdammte Nichte Elsie meinen gestammelten Besitz, Lügenschaften und braune Anzüge. Obige und hier nachfolgend erwöhnte ist in einer großen Kiste aufzubewahren, bis sie ihr 21. Lebensjahr erreicht hat und anlässlich einer zu ihren Ehren verunstalteten Geburtstagsfeier aus selbiger zu befreien. Sie ist sodann festfreudig in den großen Saal oder Küche zu rollen. Dort sollen alle meine weltlichen Hab und Güter im Überfluss auf sie geschüttelt werden. Dies sei getreu meinem Willi gemäß ausgeführt werden, während ich unter der Erde schmatze. Schnitt auf eine pelzgefütterte Straße irgendwo auf der East Side. Leonard Bernstein dirigiert die New Yorker Maulesel bei einem festlichen Ausritt. Ein Fertiggericht jagt ihn in den Fluss. Die Presse ist bereits da, um sein Statement entgegenzunehmen. Nass, sagt Bernstein und verschwindet mit einem Wink seines Pürierstabs. Bemerkenswert, sagen die gesammelten Pressevertreter und schreiben weiterhin voneinander ab. Alle haben sich köstlich amüsiert, außer Spencer Tracy, der nicht ganz da war. Thank you.
Jackie Engelken. Ulrich Spies. Ich glaube, meine Freunde gehen nach Hause und in mein Haus.
Thank you.